was für wundervolle Blumen. Sie wurden vor einer Stunde abgegeben, leider ohne Karte. Bitte? Danke sehr, Madame. Ich wünsche einen recht angenehmen Aufenthalt in London. Den wünsche ich mir auch. Neun Rosen. Acht Nelken. Vier hier zünden, vier Gladiolen. Drei Orchideen. 9, 8, 4, 4, 3. Hallo. Ach, Ave. Du warst ja wieder so leichtsinnig, Liebling. Bitte sehr. Ach, Madame, dies wurde gerade für Sie abgegeben. Dankeschön. Oh, Inspektor. Ich hoffe, Sie wollen nicht zu mir. Aber keineswegs, Mrs. Milton. Ich möchte mich hier nur ein bisschen umsehen. Tun Sie das. Im Übrigen finde ich es nicht sehr originell, dass Sie mich überwachen lassen. Ach, Sie haben das bemerkt? Mein Mann machte mich bei Zeiten mit solchen Möglichkeiten vertraut. Er zeigte mir, wie man Bewacher erkennt, was sehr einfach ist. Und wie man sich ihnen entzieht. Tja, was Sie ja auch getan haben, ja. Madame. Ja? Den Chef zu finden, Madame. Ich habe jedenfalls keine Sekunde vergessen, dass er, genau wie Sie, meinen Mann hinter Schloss und Riegel bringen will. Ach, und an die Möglichkeit glauben Sie gar nicht. Wenn einer es schafft, dann ist es Mr. Warren. Nichts gegen Sie, Inspektor. Aber auch mein Mann sagte gestern noch zu mir... Gestern? Oder was vorgestern? Jedenfalls sagte er, dieser Warren ist ein Mensch, dem man einfach nicht böse sein kann. Tch. Dabei habe ich, wenn ich ehrlich sein soll, immer ein wenig Angst vor Ihnen. Bis auf eine unwesentliche Kleinigkeit. Oh, charmant. Kleinigkeit, so. Ja. Und darf ich fragen, wohin Sie jetzt wollen, Madame? Oh, das ist kein Geheimnis. Zu Mr. Messer. Zu Mr. Messer? Oh. Wissen Sie übrigens, dass Ihr Gatte, dass der, ich meine natürlich Arthur Milton, seinen Besuch dort angekündigt hat? Ja. Wir wollten uns so treffen. So, Sie wollten? Naja, das muss man natürlich berücksichtigen. Pardon, David, bitte. Cora, einmal musste es ja so kommen. Weißt du noch, was du mir versprochen hattest? Ja. Ich habe es nicht vergessen. Niemals ins Gefängnis. Cora! Verzeihung, Sir, aber wir müssen uns beeilen, sonst erreichen wir die Maschine nach Sydney nicht mehr. Sir? Was? Ach so. Ja, los! Dann dreht er vor. Wer sind Sie? Euer Ehren, das ist Mrs. Milton und... Und ein Freund von Mr. Milton. Mrs. Milton? Die Frau von Arthur Milton? Ja, euer Ehren. Kommen Sie für Ihren Mann? Wo ist er? Ist er nicht hier, euer Ehren? Er versprach mir, diese Verhandlung auf keinen Fall zu versäumen. Auch mir sagte er, euer Ehren. Finch sagte er, geh hin, du wirst deinen Spaß haben. Ich hoffe, ich habe ihn. Setzen Sie sich, Mrs. Milton. Auch Sie, Mr. Finch, nehmen Sie Platz. Sehr wohl, Sir. Eine einfältige Idee, sich mit ihm zu verbinden. Guten Abend. Oh, das... Pardon, da... Mein Gott. Oh, Mrs. Milton. Ich bedauere unendlich, Ihnen diesen schrecklichen Anblick nicht ersparen zu können. Arthur bat mich, heute Abend hier zu sein. Du solltest den Höhepunkt nicht versäumen, meinte er. Wie ich sehe, habe ich ihn nicht versäumt. Ihr Mann ist tot, Mrs. Milton. Arthur würde nie eine Krawatte tragen, die der Situation so wenig entspricht, Inspektor. Was? Sie meinen? So, bitte. Ihr Gatte, Mrs. Milton, hätte sich aber wirklich von mir verabschieden können. Ich nehme es ihm fast übel. Oh, er würde es sicher nachholen. Na, das hoffe ich sehr. Sergeant, Sie bringen Mrs. Milton in die Stadt und Sie haften mir für Ihre Sicherheit. Ja, Sir. So, bitteschön. So. Wir sind da. Darf ich bitten? Was? Was ist?
Was soll das? Na ja? Alle Achtung, Inspektor, Sie haben was gelernt. Bei wem, Lehrmeister? Ich bin entrüstet, Inspektor. Das legt sich wieder. Was wollen Sie von Arthur Milton? Das werden Sie demnächst erfahren.